Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wer bist du denn? Bam! Ich hoffe, dieses Standbild war gerade kein schlechtes Omen. Und ich hoffe, das Spiel läuft weiterhin flüssig. Wir machen jetzt hier weiter. Sind beim letzten Mal der verrückten Mama Margaret begegnet. Besser gesagt, unsere Freunde oder Ex-Freundin in dem Video. Und bin dann nochmal hier zurückgegangen, um zu speichern. Und um hier in der Vorratskiste mir diese Versorgungskiste mitzunehmen. So. Denn hier drin soll einiges Interessantes sein. Wie ich gehört habe. Machen wir sie doch mal auf. Oh, nicht. Ja, scheiße. Okay, Moment. Dann müssen wir noch was da zurücklassen. Was brauchen wir denn nicht? Ja, ganz ehrlich, die brauchen wir nicht. So. Was haben wir hier? Den sollten wir natürlich auf jeden Fall behalten. Munition auch. Können wir das hier schon irgendwie ver... Nee, können wir noch nicht. Schade. Nee, dann müssen wir mit dem Rest noch warten. Ich glaube, sonst können wir die nicht aufmachen. Nein. Dann warten wir, bis wir die aufmachen. Bis wir wieder genug freien Speicherplatz haben. Und ich habe gesehen, dass hier was drin sein soll. Frage so, wie kriegen wir das auf? Toll! Super, jetzt haben wir einen Dietrich. Jetzt können wir auch was aufknacken. Und ich guck mal, ob ich da was finde. So. Und ich würde gerne diese verdammte Tür mal zumachen. Ich weiß nämlich, dass... Toll! Hätte ich das da früher gewusst, hätte ich die Türen einfach hinter mir zugemacht. Dann wären meine Verfolger mir nicht in die Quere gekommen. So, und hier soll was drin sein, was ich jetzt mit dem Dietrich aufmachen kann. Wo haben wir den Dietrich? Blindenmunition, Pistolenmunition, Schießpulver. Dietrich! Tada! So, was haben wir denn hier drin? Erste Hilfe und Arznei. Ja, wunderbar. Dann können wir das direkt nutzen. Nämlich, nein, das nutzen wir noch nicht. Wir haben ja noch relativ gutes Leben. Aber was wir definitiv nutzen werden, ist die Pistolenmunition. Nee, aber die brauchen wir jetzt noch nicht. Warten wir noch. Und gehen nochmal wieder weiter zurück zu unserem weiteren Gebiet, was wir noch erkunden können. Hier sollten wir jetzt eigentlich inzwischen relativ safe sein. Hoffe ich zumindest. Denn der Vater ist ja tot. Oder ich sag mal so, ich glaube, dass er tot ist. In dem Spiel traue ich alles zu. Aber wir können schon mal den Hundekopf anbringen. Dann haben wir nämlich schon wieder Platz in unserem Inventar. Das ist auch ziemlich klein, ist das Inventar, würde ich sagen. So. Moment mal. Denkt ihr, was ich denke? Ich weiß, wo der ran muss. Ich weiß, wo der ran muss. Wisst ihr es auch? Dann ruft alle mal, ja! Ja, Bloodwork! Wir wissen das auch! An dieser Uhr hier fehlte doch der Pendel. Und den werden wir jetzt hier auch ranbringen. Boah, ich höre mich schon an wie diese Mia. Ich komme bald nach Hause! Yay! Boah, schrecklich. Okay, egal. Bringen wir ihn an. Oh, und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ah! Wir haben den zweiten Hund. Das ging schnell. Ja, coole Sache. Na, klasse. Haben wir auch noch gleichzeitig die Uhr repariert. Wenn das nicht ein Grund zum Feiern ist. Krassester Spiegel der Welt. Man haut dagegen und der geht kaputt, aber wenn ich mit dem Messer gegenschlage, ist nicht mal ein Kratzer. Den Spiegel brauche ich auch. So, einer fehlt noch. Dann können wir raus. Okay, das haben wir schon gesehen. Moment mal. Das ist eine Falle. Das sieht einfach zu offensichtlich aus.
Guckt's euch an. Das sieht mir verdammt nach einer Falle aus. Super. Oh, ups. Na, das wollte ich gar nicht. Ha, egal. Okay, mit anderen Worten, die können wir nicht nehmen. Egal. Das ist ja eh keine Munition mehr, also wertlos für uns. Oh, was haben wir denn hier? Flüssige Chemikalien. Super, jetzt brauchen wir nur noch Kraut, um das zu verbinden. Dass wir mehr Heilungsresistenz bekommen. Heilungsresistent. Mehr allgemeine Heilung. Also diese Evelyn sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus auf dem Bild. Zumindest besser als der Rest, den wir hier gesehen haben bisher. Immer noch. Oh, Moment. Dietrich? Nee, haben wir. Ah, der geht nur einmal, der Dietrich. Ist ja blöd. Ach, dann hätte ich mal den Dietrich für die Tür benutzen sollen. Egal, wir gehen hier weiter. Naomi. Geht's dir auch so dreckig? Ja, verstehe ich. Ich will ja auch raus. Inzwischen haben wir es Viertel nach 10. So langsam ist für dich aber auch Schlafenszeit, du. Im Altersheim gehen die doch um 8 ins Bett. So, ist die verrückte Frau weg? Mama Merkwett? Oder patrouilliert die denn noch? Was war das für ein Geräusch? Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Dislike. Hörte sich auch nicht menschlich an. Ah, gut, hier waren wir. Genau. Das Video haben wir auch gesehen. Waren wir hier schon drin? Nee, das war die Tür, die zu ist, genau. Ja, nice, Kraut. Ah, guck mal, jetzt haben wir Platz. Können die vielleicht aufmachen? Ja, fett. Starke Erste-Hilfe-Arznei. Ein starkes Heilmittel stellt die Gesundheit vollständig wieder her. Nice. Warum gibt sie jetzt... Okay, ich hinterfrag das mal gar nicht. Ja, kann ich jetzt wegwerfen? Oder ist da noch irgendwas drin? Nö. Dann werfen wir den Scheiß nochmal weg. Ja, oder so. Allein kann ich weggeworfen werden. Ich meine, einfach auf den Boden schmeißen vielleicht. Aber nein. Na gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir inzwischen zu lange ruhig hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Was steht da? Nicht lesbar. Es ist schon viel zu lange ruhig hier. Abgesehen von dem Video hatten wir lange nichts mehr. So, guck mal, hier sind wir runtergesprungen, um zurückzukommen. Heißt, wir haben jetzt nur noch eine einzige Möglichkeit. Wir müssen diese Tür öffnen. Nein, da ist doch irgendwas drin. Das ist ja gespeichert. Da ist irgendwas drin, ich schwöre euch das. Irgendetwas ist da drin. Ich traue mich gar nicht zu gucken. Bevor wir danach gucken, werde ich mir diesen Raum genau einprägen. Denn ich habe das Gefühl, hier findet gleich irgendein Kampf oder sowas statt. Machen wir Spritzen, Alter. Ist hier ein Heroinabhängiger oder was? Pistole. Okay, das ist eine gute Idee. Die Pistole ausrüsten. Meine 54 Schuss sollten doch ausreichen. Antike Münze. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wofür ich die brauche. Na gut, Attacke.
Holzstatue. Ein abscheulicher Haufen von wer weiß was. Ha, ja, das würde ich sagen, passt. Aber Moment mal, Holzstatue. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir die hinbringen müssen. Ich glaube, ich weiß, wohin. Was? Was? Höllische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Wie kann der... Der Kleine hat uns eine Gabe gekauft. Ich scheiß auf deine Gabe. Kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Was? Nein, 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 nein! Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Hier mit der Tür ist das wesentlich praktischer. Oh, oder auch nicht. Gerne. Hau rein, Kollege. Alter, wie kann der das überlebt haben, Mann? Der hat nur noch die Hälfte seines verdammten Kopfes. Okay, jetzt werde ich jede Tür immer zumachen. Ich glaube, das bringt doch verdammt viel. Aber ich kann mich hier einschließen, falls er kommt. Guck mal, da bin ich hier drin und kann nicht rein. Das ist natürlich praktisch. Ah, Standbild. Ich hoffe, das war jetzt... Kein Standbild, bitte. Komm, bitte. Lass es passen. Nein. Dann tatsächlich hier. Yes, 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 yes. Oh Gott, wie zur Hölle soll ich das... Solche Rätsel konnte ich ja noch nie. Okay, it's tricky, it's tricky. Da sind die Flügel. So ein Scheiß. Habe ich erwähnt, dass ich für sowas noch nie Geduld hatte? Verdammter Mist, da ist der Kopf. Ey, Mann, das ist... Oh, nee. So. Ach, dieses Drehen. Da, 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 da. Komm schon, komm schon. Ah, ja, 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 ja. Yes. Vergiss, dass ich das mit A und D auch noch bewegen kann. Ja, nice, nice. Oh, nee, und wir haben Geheimgang freigeschaltet. Wer baut diesen Mist? Das ist eine berechtigte Frage. Wo zur Hölle sind wir hier? Ich meine, guck dir das mal an. Es ist irgendeine Art Geheimkeller. Und ich habe das Gefühl, wir sind nicht alleine. Mal wieder. Moment. Ausgestopfte Tiere. Ich weiß schon, wem das nicht gefallen wird. Und der weiß das mit Sicherheit auch. Hä? Und jetzt weiß ich das recht. Oh je. Yeah. An Puder hängt dein Artgenosse. Oder bist du das etwa, weil du im Spiel verkackt hast und gestorben bist? Wer weiß? Bäm! Genau im Kopf. Bäm!
Schade. Na gut. Der Stier ist wohl tot. Psychotonikum. Was zur Hölle ist das? Die Sinne schärft. Ah. Das ist natürlich interessant. Moment. Erledigt. Können wir die aufmachen? Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Benutzen wir erstmal das Kraut. Ja, na gut. Ah, schön. Die können wir immer gut gebrauchen. Und Leute, das ist der erste Kühlschrank, wo mir nicht gleich schlecht wird. Ich meine, okay, eine Lasagne, die aufgegessen ist, ist okay. Fleisch aus der Dose meinetwegen auch. Und Bier geht ja immer, aber... Ja, der Rest ist okay. Also der erste Kühlschrank, den man sich echt angucken kann, ohne Wirkreiz zu kriegen. Ah, und komische Buttons für den Kühlschrank. Ja, die haben wir auch zu Hause. Nimm das! Das mache ich mit dir in Dark Souls. Oh, Kraut. Schön. Ne, du bist ein Lieber. Dir tue ich nichts. Kann man dich irgendwie streicheln? Ja, komm mal her. Feines Tierchen, feines Tierchen. So, genug gestreichelt. Was haben wir hier? Ein Klo mit... Nichts weiter. Na gut. Einmal strollen? Nee, muss nicht. Okay. Gehen wir weiter. Oh Gott. Könnte ich mal unter den Tisch, ey. Also die würde ich schon gerne aufmachen, wenn ich ehrlich bin. Ey, wir hatten jetzt ja nur einen einzigen Dietrich. Wo soll ich die ganzen Dietriche herkriegen, um das alles aufzumachen? Juni. Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli. Drei College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August. Obdachloser Mann in 3 Tagen gewandelt. 1.13. Ach du Kacke. Wohnen hier Kinder? Na, ich hoffe nicht, verdammt. Moment mal. Mia? Ist sie das? Oder hat sie das gemalt? Fragen über Fragen und noch mehr Hufträger. Zumindest Teile davon. schade. Komm ich nicht ran. Geht auch nicht. Ich will doch so gern blutige Arbeit leisten. Das könnten all die Opfer sein. Ja, du bist mir auch so ein Opfer. Ah, jetzt weiß ich inzwischen wie. Was zur Hölle? Ich weiß schon, was es heute zum Mittag geben wird. Einmal ausschütten, bitte. Geht nicht. Leg den Scheiß weg und mach ihn wieder zu, verdammte Kacke. Oh, ist das widerlich. Und ich dachte, ich finde jetzt einen Dietrich oder irgendwas Feines drin. Stattdessen so eine dreckige antike Münze, mit der ich absolut nichts anfangen kann. Schießpulver. Schön. Einmal kombinieren, bitte. Ah, nee, ich brauche wieder Chemikalien. Leute, das erinnert mich verdammt an die Demo, wo wir diesem komischen Obermonster da begegnet sind. Wisst ihr, dieses schleimige Etwas da, wo ich nicht genau weiß, wie das heißt. Oder was das überhaupt ist, aber es sah zumindest sehr gruselig aus und ich hatte Angst vor dem. Und ich will diesem Vieh bitte nicht nochmal begegnen. Das war sehr unangenehm.
Verdammte Kacke. Das taucht doch bestimmt, das war doch bestimmt nicht ohne Grund in der Demo, oder? Das ist hier bestimmt irgendwo. Oder taucht vielleicht irgendwo aus der... Was? Scheiße! Scheiße! Ist weg! Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich nicht allzu viel rede. Aber ich bin verdammt angespannt. Das ist besser, weil das Vieh ist gar nicht aufgetaucht. Okay, jetzt sind wir aus dem Schleimigen raus. Jetzt, glaube ich, sind wir wieder sicher. Ja, toll. Wieder Türen, die wir nicht aufmachen können. Boah, piss mir das alles an. Oh, nee. Nicht in den Keller. In jedem Horrorspiel muss man in irgendeinen scheiß Keller gehen. Und ich will nicht in den Keller gehen. Ich will nicht. Aber eine Versorgungskiste. Nice. Schön, 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 schön. Okay, was bringt... Die Münzen brauchen wir nicht. Die, glaube ich, können wir alle... weggeben. Die sollten wir auf jeden Fall dabei haben. Das Kraut auch. Ganz ehrlich, brauchen wir das Schießpulver? Ah ja, komm, halt mal. Das könnten wir jetzt auch eigentlich kombinieren, oder nicht? Nee, uns fehlt nach wie vor die flüssige Chemikalie. Okay, was haben wir hier? Lieber Courtney. Wer zählt das Courtney? Die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ach, habe ich auch schon gemerkt. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den. Er ist der Schlüssel hier raus. Womit wir auch schon wissen, wo wir hin müssen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Muss an dem Mist liegen, den sie mir reinwürgen. Wenn ich schon draufgehen muss, will ich zumindest im Kampf untergehen. Ich werde mir die Flinte schnappen, die ich im Freizeitraum gesehen habe. Die werden noch bereuen, was sie mir angetan haben. Du musst hier rauskommen. Ich liebe dich, Curtin, liebe Travis. Okay. Ich würde sagen, wenn er diese Flinte da im Eingangsbereich genommen hat, ist er da wahrscheinlich nie wieder rausgekommen. Oh, fett, speichern, speichern, speichern. Komm, wir machen eine neue Speicherdatei. Fett, 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 fett. Oh, ey, wieso ist hier alles zu und wir haben keinen einzigen Dietrich? Das kann doch nicht sein, Mann. Aber Pistolen, Munition. Aber inzwischen haben wir 55 Schüsse, ey. Also irgendwie können wir sie nicht gebrauchen, weil die Viecher ja eh nicht sterben. Die helfen höchstens, um uns ein paar Sekunden, nicht mal, höchstens eine, Vorsprung zu geben. Och nee. Das sieht gar nicht gut aus. Okay, wir haben uns entschieden, hier lang zu gehen, weil hier weniger Schleim ist. Andererseits, okay, da ist genauso viel. Dann gucken wir erstmal hier, ob nicht hier alles etwas sicherer ist. Ist das eine Tür? Nein. Ach, fuck. Und wir bleiben definitiv in der Hocke. Das könnte uns vielleicht den Arsch retten, weil das wieder gar nicht auftaucht. Wir wissen alle, wie das aussieht. Wir müssen es nicht nochmal sehen. Die Demo hat mir gereicht. Vielleicht schaffen wir es ja so.
Die Lichteffekte gefallen mir sehr. Mir gefällt allgemein die Grafik, auch wenn einige Leute, hustus, ihr wisst genau, wen ich meine, was anderes sagen. Kann man das nicht ausschießen? Kann man nicht. Schade. Wäre allein mal die Idee, ob die das mit eingebaut haben, diesen Realismus, wäre es schön gewesen. Einfach, um die Möglichkeit zu haben. Wow, 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 wow! Lauf, 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 lauf! Lauf, Junge! Was zur Hölle? Ist er tot? Wir können ihn töten! Was zur Hölle war das? Boah, guckt euch mal seine Hände an! Alter, hätten die uns gepackt, ey, wir wären sowas von tot gewesen. Der hat uns aufgeschlitzt mit einem einzigen Hieb. Krasser Shit! Ich glaube, hier so lang kriechen bringt fast gar nichts. Oder wir sind einfach in die Arme gelaufen, per Zufall. Da ist was drin. Oh! Ich bin ein Idiot, ich bin ein verdammter Idiot. Yes! Die Dinger sind ja wenigstens tötbar, im Gegensatz zu dem Vater. Alter, jetzt weiß ich auch, wofür wir die ganzen verdammten Kugeln brauchen. Zum Glück bin ich in solchen Spielen ganz geschickt und ganz geübt. Ah, aber ich glaube, es bringt was, sie zu töten, weil es hier verdammt viele Sachen gibt, die wir benutzen können dann. Sagte er und machte einen Schrank auf, wo nichts drin ist, was man benutzen kann. Travis. Verschlossen. Super! Das zum Thema, es bringt was. Diese Scheiß-Dinger zu töten. Nee. Ich warte echt noch darauf, dass in einem dieser Dinger jetzt so ein Vieh drin ist, was mich angreift. Ey, ganz ehrlich. Eine der unnötigsten Sachen ever, hier reinzugehen. Für ein lausiges Schießpulver. Und, oh, und, nein, nichts. Unnötigster Scheiß ever, hätte ich mir echt sparen können. Da hätten sie echt ein bisschen mehr hier reinbauen können. So ein bisschen, vielleicht eine neue Waffe oder sowas. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran. 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Das ist irgendein Rätsel. Da gibt's irgendeine Lösung bestimmt. Irgendeine Lösung. Aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie die aussehen soll. Handabdruck ist klar. 3A nur leider wieder nicht. Egal, wir gehen erstmal weiter. Workshop. Natürlich. Ey, wir haben noch so scheiße viel zu entdecken. Okay, hat sich gerade erledigt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Aber wie es hier weitergeht, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ob ich durch diese Tür gehen werde oder hier weitergehen werde, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei.
Nein, das ist keiner. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und schaltet wieder ein, wenn es heißt, blutige Action in... Darf ich jetzt? Dankeschön! In Resident Evil. Lasst mir doch gerne eine kleine Bewertung da, vielleicht einen kleinen Kommi. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Bloodwork.